So, einen ganz wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen dort draußen auf der Welt in Nordrhein-Westfalen, in Bremen, wo auch immer ihr euch zuschaltet, zur Premiere, nämlich dem ersten Webinar, was wir als Landesverband anbieten. Vorab gilt mein Dank den BewerberInnen für den Bundesvorsitz, die kurzfristig möglich gemacht haben, jetzt teilzunehmen und an diesem doch sehr fortschrittlichen Format sich euch präsentieren wollen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass die Technik uns nicht im Stich lässt, wünsche uns eine ganz tolle Diskussion, freue mich darauf und kann euch aber auch versprechen, wir werden um 21 Uhr ein sicheres Ende miteinander finden. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich habe mir gedacht, zum Einstieg, liebe Bewerberinnen, mal so eine kleine Icebreaker-Frage an euch. Ich mache das so, dass ich es in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen mache. Und zwar würde ich gerne wissen, sozusagen ein bisschen in Anlehnung an Heine, denke ich an Nordrhein-Westfalen, denke ich an Annalena. Kohle muss ich einfach. Tut mir leid für euch. Anja, denkst du an Nordrhein-Westfalen, denkst du an? Dann denke ich an meinen Windhund, den ich in Solingen abgeholt habe. Da bin ich einmal quer durch den Pott gefahren 2011 und mit einem ganz süßen 6 Monate alten jungen Hund zurückgekommen. Das bringt mich immer so ein bisschen in Wärme, wenn ich an Nordrhein-Westfalen denke. Oha. Und Robert, denkst du an Nordrhein-Westfalen, denkst du an? Dann denke ich, liebe Mona, an Fußball und dass Düsseldorf und Holstein Kiel jetzt die zweite Ligameisterschaft miteinander ausmachen und irgendwann auch mal wieder die erste Liga. Sehr gut. So, ich habe mir noch was überlegt für euch und zwar Fragen, wo ihr euch so ein bisschen positionieren müsst, auch noch im Icebreaker-Bereich. Robert, BVB oder Schalke? Oh, dann BVB. Klug. Ach so, nee, also ich bin Landesvorsitzende von ganz Nordrhein-Westfalen. Mögen die sportlich Besseren gewinnen. Annalena, Tote Hosen oder Heino? Boah, das ist ja tote Hosen natürlich. Und Anja, für dich noch, wir haben gerade die Session in Nordrhein-Westfalen, also das Winterbrauchtum greift um sich. Als was würdest du dich an Karneval verkleiden? Piraten. Sehr gut. So, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen jetzt daran gewöhnt, dass ich euch Fragen stelle und ihr darauf antwortet. Wir fangen jetzt damit an, dass wir, sagen wir mal, euch die Möglichkeit geben, euch vorzustellen. Und zwar entlang einer Frage, dafür habt ihr ein paar Minuten Zeit. Ich würde mit Anja beginnen. Und zwar, was die Grünen jetzt brauchen, ist Folgendes. Und deswegen bin ich die geeignete Person dafür. Wenn du uns dazu sozusagen kurz deine Person und deine Vorhaben als Bundesvorsitzende vorstellen würdest. Bitte schön. Ja, was die Grünen jetzt brauchen, ist, glaube ich, die Fortsetzung von der Stärke, die sie in den Sondierungsverhandlungen für Jamaika gezeigt haben. Ein starkes eigenes Profil und beharrliches Setzen auf die Positionen, die wir haben und die auch zu verteidigen. Ich glaube, wir brauchen eine große Einigkeit. Das fand ich bei den Sondierungen auch beachtlich. Da fand ich, waren wir auch geschlossener und besser als alle anderen, die mit am Tisch saßen. Ich glaube, wir brauchen neben unseren Kernkompetenzen Energiepolitik, Umwelt und Klimaschutz brauchen wir unbedingt auch, dass die sozialen Themen, die wir da auch mit besprochen haben und die da auch mit auf dem Tisch waren, zwischendurch mit Katrin mal irgendwann gesprochen und die hat gesagt, meine Güte, wir haben so tolle Konzepte und die Presse nimmt gerade die sozialen Fragen nicht so richtig wahr, sondern nimmt immer nur die Dinge wahr, die sie sowieso von uns kennt. Da würde ich gerne noch ein bisschen drauflegen. Da würde ich gerne gemeinsam mit dem neuen Vorstand und auch gemeinsam mit der gesamten Partei daran arbeiten, dass es uns gelingt, an der Stelle noch ein bisschen mehr Profil zu gewinnen. Die Konzepte sind ja alle da. Wir brauchen uns nicht neu erfinden. Und ich finde, diese Einigkeit, die da gelebt worden ist in dieser Gruppe, die müssen wir unbedingt fortsetzen. Die hat uns ganz stark gemacht und die brauchen wir auch unbedingt für die nächsten Wahlen. Okay, vielen Dank, Anja. Dann wäre jetzt Annalena dran. Annalena, was brauchen die Grünen gerade und was bringst du als Angebot mit? Ich glaube, wir brauchen gerade ganz viel Leidenschaft und richtig viel Lust auf inhaltliche Debatten. Und zwar Debatten, die unter die Haut gehen, also wo wir uns auch mal wieder streiten, aber streiten in dem positiven Sinne. Also bei Jamaika haben wir uns ja auch ganz viel gestritten mit den anderen und auch mit uns selbst gerungen. Und ich glaube, das hat viele Menschen richtig angesprochen, weil halt die Welt nicht so einfach ist, dass man sagt, rechts oder links.
sondern dass es so viele Facetten gibt und wir ja gerade in den Verhandlungen, wie Anja auch angesprochen hat, ja deutlich gemacht haben, okay, wenn es uns um jedes Menschenleben geht, was wir im Zweifel vor der Überfahrt oder vor der schrecklichen Flucht übers Mittelmeer retten können, ja, was sind wir bereit auf der anderen Seite dafür zu geben? Und ich glaube, das hat viele Leute angesprochen, dass wir nicht gesagt haben, so 1:1, hier ist jetzt Lösung, fertig, aus, weil die Menschen selber ja auch immer wieder ringen und ich bringe, glaube ich, mit, ja, gerne und leidenschaftlich diese Prozesse zu führen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren die Frage stellen, wofür steht Grün im 21. Jahrhundert, dass das viele, viele spannende und neue Diskussionen werden, gerade im auch sozialen Bereich. Also das ganze Thema Digitalisierung, was bedeutet das für unsere Sozialsysteme? Wollen wir eine Robotersteuer? Ja? Da können wir doch gar nicht sagen, so ist es oder so ist es nicht. Und dass wir uns dafür Zeit nehmen, das kontrovers zu diskutieren und dass wir darüber auch viele andere Menschen wieder ansprechen können, in der Gesellschaft solche Debatten mit uns mitzuführen, die zu sagen, ja, okay, bei den Grünen kann man sowas führen. Oder IG Metall, 28-Stunden-Woche, ja, weil man bei den Kindern sein will. Und die Grünen sind der Ort, wo wir sowas mal austragen und wo wir noch gar nicht wissen, was am Ende für eine Lösung einfach rauskommt. Und ich glaube, das wird richtig spannend und da habe ich total viel Lust, das zu machen. Vielen Dank, Annalena. Last but not least, Robert. Was brauchen die Grünen jetzt und was bringst du mit dafür, dass das was wird? Na, wir laufen ja in eine politische Zeit rein, absehbar jedenfalls, wenn es so kommt, wie es im Moment aussieht, wo die populistischen Ränder eher stärker werden und auch die kleineren Parteien sich jedenfalls in der Gefahr oder vielleicht auch der Versuchung ausgesetzt sehen, diesem Populismus hinterherzulaufen und zu erliegen vielleicht aus meiner Sicht, sogar während die progressive Mitte immer dünner und jedenfalls vertreten durch die Große Koalition immer müder, immer lahmer, immer erschöpfter wird. Und ich glaube, die Grünen brauchen die Bereitschaft, diese Lücke, eine progressive, politische, linksliberale Lücke im Parteiensystem zu schließen. Und das ist aus meiner Sicht eine andere Aufgabe, eine andere Bereitschaft als vor, ich weiß nicht, vor Rot-Grün zu sagen, wir sind der ökologische Motor der SPD, sondern es ist ein viel größerer, im Grunde radikalerer Anspruch, im gewissen Sinne auch ein vermessener Anspruch. Aber genau diese Vermessenheit, die brauchen wir jetzt und ich bringe die Vermessenheit mit, Mona. Okay, vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, ich als Landesvorsitzende habe einen relativ guten Überblick über, was ihr bisher gemacht habt. Und ich glaube auch durch die Berichterstattung, die ja im Vorfeld der Wahl des neuen Bundesvorstands läuft, bringt schon das eine oder andere mit. Aber vielleicht wollt ihr die Gelegenheit nochmal nutzen, kurz zu sagen, so was habt ihr, ne, wer seid ihr, was habt ihr in eurem Leben bisher gemacht? Einfach nochmal kurz vielleicht so biografisches. Da fangen wir jetzt mit Annalena an, bitte. Also ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder, habe früher Leistungssport Trampolinspringen gemacht, weswegen ich auch keine Angst habe, mal mutig in die Luft zu fliegen, habe mir da auch mal einen Trümmerbruch geholt und deswegen auch keine Angst davor habe, dass man manchmal hart auf dem Boden der Realität wieder landet. Und ich komme aus Brandenburg, einem sehr flächengeprägtem Land, wo gerade die Frage auch strukturschwache Regionen, aber natürlich auch die Frage AfD mit 30%, Orte, wo die Kinderarmut also richtig, richtig krass ist und wo mich immer wieder umtreibt, wie mobilisiert man eigentlich solche Leute dann auch Politik zu machen, wo es mir manchmal darum geht, einfach nur hinzukommen, sagen, hallo, ich bin Politikerin und dann erstmal eine halbe Stunde lang zu hören bekommen, ja, sie sind ja aus dem Westen und sie sind ja auch so jung und sie sind auch von den Grünen. Und nach einer Stunde heißt es dann, ach, sie sind trotzdem ganz nett. Und wo man denkt, okay, ich habe zwar keine grüne Stimme gewonnen, aber zumindest ist vielleicht das Image von Politik wieder ein anderes gewesen. Und das prägt mich auch. Und ja, das würde ich auch gerne weitermachen, so in der Fläche zu sein. Vielen Dank, Annalena. Anja. Wenn es nach meinem Vater und nach meiner Familie gegangen wäre, ich bin Jahrgang 65, dann wäre ich, glaube ich, Sozialdemokratin geworden. Mein Vater war Betriebsratsvorsitzender im Stahlhandel bei Klöckner in Hamburg. Ich bin auch gebürtige Lübeckerin. Ich komme also auch mit Migrationshintergrund an in Niedersachsen in den 90er Jahren. Ich habe ganz früh immer schon, also dieses Soziale, was mir mein Vater mitgegeben hat, auch selber mitgenommen in der Schülervertretung. Ich war irgendwann mal Patin für jüngere Schulklassen und habe dafür gesorgt, dass die ihre Probleme mit den Lehrern geklärt haben. Ich habe immer einen sehr, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn gehabt. Den hat mein Vater auch eingefordert von uns. Den habe ich dann bei den Grünen
wiedergefunden, als ich mit zwei oder erst mit einem kleinen Kind und dann mit zwei kleinen Kindern zu den Grünen in Hameln in Niedersachsen kam. Habe mich da auch natürlich gegen Atomenergie stark gemacht, aber auch ganz viel für Frauenrechte und ganz viel dafür, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie funktioniert. Für mich war das immer total wichtig bei den Grünen, und das ist auch jetzt das, was mir am Herzen liegt, dass wir eine Stimme für diejenigen sind, die eigentlich politisch keine haben, also Leute mit Handicaps, Leute, die zu uns geflüchtet sind und keine Lobbyvertreter haben. Ich finde, Annalena hat das schon gut beschrieben. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass wir als Grüne da auch keinen Boden verlieren, sondern uns weiter einbringen, weil ich glaube, wenn wir das nicht machen, macht das keiner. Und diese Gerechtigkeitsfragen, die vielleicht die Linke beantwortet, aber keinen Bock hat, die in Regierung umzusetzen, die müssen wir umsetzen. Und deswegen bringe ich bei den Grünen einfach da auch eine Menge mit und habe mich durch die Jahre in Niedersachsen mit Landesvorstand und Parteirat und 5 Jahren in der Fraktion auch immer wieder eingesetzt, für solche Sachen zu streiten und mich auch gegen Sozialdemokraten durchzusetzen, die da an der Stelle ein bisschen Antrieb brauchten. Das kennt ihr aus NRW ja auch noch. Und habe einfach gelernt, dass wir als Grüne da unsere ganze Stärke einbringen können. Weil wenn wir keinen Bock darauf haben, das zu machen, macht es für diese Leute keiner. Und das macht uns, glaube ich, also zu einem ganz wichtigen Akteur in der politischen Landschaft. Vielen Dank, Anja. Robert, wer bist du? Ich bin 48, ups, klingelt hier ein Handy, meins nicht, glaube ich. Ich bin 48, wohne in Flensburg an der dänischen Grenze und habe 4 Söhne, die sind schon ziemlich groß und quasi erwachsen oder teilweise erwachsen jedenfalls. So jedenfalls so, dass ich ihre Klamotten auftragen kann im Moment, was ziemlich cool ist. Bevor ich Politiker wurde, hatte ich... Was? Ich habe gefragt, ob die das auch cool finden, aber sorry. Ich finde das super, weil die wachsen ja immer weiter und ich habe dann große Schlabber-T-Shirts, die ich auf Parteitagen tragen kann. Bevor ich Politiker wurde, hatte ich noch einen vernünftigen Beruf, da habe ich Bücher geschrieben und bin aber dann seit 2002 Kreisvorsitzender, also seit 2002 in grünen Ämtern, 2002 Kreisvorsitzender, 2004 Landesvorsitzender, dann bin ich 2006, wenn ich das richtig weiß, Fraktionsvorsitzender im Kreistag geworden, 2009 dann alles wieder aufgegeben für den Landesvorsitz, 2012 Fraktionsvorsitzender im Landtag geworden und bin seit 2012 Minister für ein ziemliches grünes Themenspektrum in Schleswig-Holstein, von der Energiewende über die Landwirtschaft bis zum Meeresschutz, vom Rückbau der Atomkraftwerke bis zu den Forsten, und habe jetzt noch die Digitalisierung dazu bekommen und gebe das jetzt auf, wenn ich darf, um Bundesvorsitzender zu werden. So, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich glaube, jetzt haben wir schon so einen ersten ganz guten Eindruck, wer ihr seid und was ihr wollt und warum die Grünen sozusagen euch an der Spitze brauchen. Dafür schon mal vielen Dank. Wir haben im Moment einige schriftliche Fragen schon und nur eine Wortmeldung, die über dieses Händchensymbol zum Ausdruck gebracht werden will. Deswegen will ich nochmal ermuntern, weil wir das jetzt auch vielleicht gleich erstmal testen, wie das sein wird, wenn ich Patrick Ehlich entstumme und er seine Frage stellen kann. Also, wer Lust hat, ihr könnt euch hier mit eurer Stimme sozusagen einmischen, Fragen stellen. Wir probieren das jetzt mit Patrick Ehlich. Ich hebe die Stummschaltung auf und jetzt hört er gerade, jawohl, Patrick, du bist online, was ist deine Frage? Vielleicht sagst du uns. Hallo, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, gut sogar. Gut. Okay, KV Paderborn. NRW. Eine Frage an die BewerberInnen. Ja, die KroKo gibt gerade die Klimaziele auf. Wie wollt ihr denen ordentlich auf die Füße treten? Vielen Dank für diese Frage, Patrick. Schöne Grüße nach Paderborn schon mal. Ich schalte dich wieder stumm. So, ihr habt gehört, die Frage sehr konkret von Patrick. Klimaziele werden aufgegeben von CDU und SPD in der Findung einer möglichen neuen Bundesregierung. Wo ist euer Punkt, denen auf die Füße zu treten? Wir machen es in grünem Sinne, die Nachnamen der Reihenfolge nach Annalena. Ja, also das ist ziemlich heftig, was Sie gerade machen, weil Sie haben jetzt ja nicht nur gesagt, das 2020-Ziel zählt nicht mehr, sondern, also ich bin ja Klimapolitikerin, ja, wenn man sich das Papier mal genauer anguckt,
dann ist die Begründung 1:1 das, was die FDP bei uns in Jamaika uns immer vorgehalten hat. Ja, das Klimaziel sei ja sowieso nur erfunden von irgendwelchen verrückten Leuten und das zählt ja gar nicht, weil das sei europarechtlich und völkerrechtlich überhaupt nicht verbindlich. Und das finde ich eigentlich den richtig heftigsten Skandal daran. Ja, also die geben nicht nur das Klimaziel auf, die wollen uns auch noch für blöd verkaufen. Ja, weil das weiß Altmaier, das weiß auch die SPD besser. Das ist Teil des europäischen Klimaziels, das ist Teil vom Kyoto-Abkommen. Und deswegen finde ich total richtig, dass wir da gestern alle auch medial draufgehauen haben. Und das zeigt halt nochmal, ja, wie sehr es uns Grüne braucht und auch, dass dieses Thema Öko- und Klimaschutz eins unserer zentralen Themen ist, weil man hört ja auch sonst, außer uns Grünen gab es halt außer von den Umweltverbänden keine Resonanz da drauf. Das heißt, wir sind die Einzigen, die da richtig Druck machen und leider wird es das in den nächsten Jahren weiter brauchen, vom Kohleausstieg ganz zu schweigen. Den wollen Sie jetzt ja in eine Strukturkommission verschieben. Vielen Dank, Annalena. Anja. Die Frage von Patrick würde ich noch mal wiederholen. Er sagt, Klimaziele wurden aufgegeben, Skandal, SPD und CDU. Was ist deine Vorstellung, wie die Grünen da entsprechend auf die Füße treten können? Ich glaube, Anjas Bild hängt. Ja, ich glaube auch. Anja bewegt sich nicht. Die ist irgendwie eingefroren. Jetzt ist wieder. Ich bin eben raus. Ich habe eben nur mit einem Auge gehört, wir sind immer noch bei der Frage, wie wir mit diesen aufgeschobenen Klimazielen umgehen. Ne? Wie wir als Grüne auf die Füße treten. Ja, wie wir den Leuten auf die Füße treten. Ja. Also ich habe mich da heute auch schon drüber empört. Ich finde das total gruselig. Wir alle wissen, dass das, was wir da an Zielen haben, schon nicht besonders ehrgeizig war. Wenn das jetzt nochmal in die Zukunft verschoben wird und wir wissen, dass die Folgen oder das, was wir jetzt tun, ja auch erst in ein paar Jahren wirkt, dann habe ich keine Ahnung, wie eine große Koalition das verantworten will, weil es ja genauso ein Innovationshemmschuh ist, wie wenig zukunftsfähig und fürs Klima genauso schlecht wie für die Arbeitsplätze. Ich sehe uns, glaube ich, wieder auf der Straße. Also ich habe natürlich die Chance, mit dem Ministerpräsidenten, mit dem ich 4,5 Jahre verbracht habe, tüchtig auf die Füße zu treten. Er sitzt in diesen Verhandlungen, das werde ich auch tun. So wie ich ihn zu fassen kriege, werde ich das auch persönlich machen und werde ihn fragen, ob er an der Stelle wirklich noch bei Trost ist, weil wir haben eine ganz andere Diskussion hier in der Koalition geführt zuletzt und das, was sie da jetzt machen, finde ich sträflich und unverantwortlich. Aber ich glaube, um ihn richtig auf die Füße zu treten, werden wir auf die Straße gehen müssen, weil es wird nicht reichen, wenn einzelne Landespolitiker an der Stelle die GroKo beschimpfen, sondern ich glaube, wir werden uns mit den Verbänden sehr, sehr schnell zusammenfinden müssen. Das wird auch eine Aufgabe des neuen Bundesvorstandes dann sein, diesen Schulterschluss zu suchen bei Fachveranstaltungen, bei großen Veranstaltungen und gemeinsam mit den Verbänden Widerstand zu organisieren. Das können wir nicht alleine, das können wir nur am besten mit den Verbänden, weil, so wie Annalena schon sehr richtig eben gesagt hat, das sind diejenigen, die sich auf uns verlassen in dieser Debatte und deswegen wird es wichtig sein, glaube ich, dass wir da zügig in Tuchfühlung kommen und was tun. Vielen Dank, Anja. Robert. Ja, der Klimaschutz ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern wir machen das aus verschiedenen Gründen. Ein paar liegen immer auf der Hand. Das ist vor allem Bewahrung der Schöpfung oder der Arten oder einer natürlichen Umwelt. Häufig verbindet sich das dann ja auch mit direktem Umweltschutz, also Emissionsschutz. Man kann, wenn man es auch sagen, das ist ein Klimaschutz, ist der beste Wirtschaftsmotor für eine innovative, neue Arbeitsplätze schaffende Wirtschaft. Grüße nach NRW, ihr wisst, wovon ich rede. Ihr habt ja diesen Strukturbruch, erleidet ihn ja oder versucht, den zu managen. Ich war mit Johannes damals ja ein bisschen unterwegs, Johannes Remmel, und habe gesehen, wie er ein Industrieland umbaut für eine neue Industrie. Aber es gibt ein Argument, das für mich das Stärkste ist. Und das kann man vielleicht noch mal schärfer stellen, dass der Klimawandel ist die größte Gefahr für die liberale Demokratie. Das heißt, wenn Menschen wegen Wasserarmut, wegen Hunger... So, Robert hängt gerade kurz mit dem Bild. Das hatte bei Anja, glaube ich... Ich habe ein bisschen den Eindruck, alle hängen außer mir. Also erstmal Entschuldigung an euch drei, dieses Freezen. So, ich habe gerade hier tolle Sachen erzählt, aber der Ton war aus. Schicksale einer, die nur im Bild läuft. Robert, du warst dabei, die Frage zu beantworten, wo wir auf die Füße treten wollen. Und du bist nicht zu Ende gekommen mit deiner Antwort. Deswegen hast du gerne die Gelegenheit, nochmal da anzuknüpfen, wo du warst. Bitteschön.
Bitte? Ich habe nichts gehört, aber meinen Punkt habe ich ja im Grunde gesagt. Also bin ich schon wieder dran? Du warst ja vorher noch nicht fertig, deswegen dachte ich, es wäre freundlich, dir noch eine Möglichkeit zu geben, abzuschließen. Den Punkt habe ich vielleicht noch schnell unterbringen können, da muss ich nicht mehr lange reden, dass, also wenn die Frage der Mobilisierung ist, dann muss deutlich gemacht werden, dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen Energiepolitik und Klimaschutz und dem, was uns, glaube ich, alle vor allem im Moment umtreibt, dem Abdriften totalitärer oder autoritärer Kräfte gibt. Und im Grunde schützen wir mit dem Klima die liberale Demokratie. So, das jetzt in Kurzform. Okay, vielen Dank. Dann ist die Frage, glaube ich, ausreichend beantwortet. Ich nehme jetzt von den schriftlichen Fragen, welche dran da sind, so eine und so eine mit dabei zum Beispiel, welche, die direkt adressiert sind, von Hans Nenne an Annalena. Die Frage lautet, Annalena, nutzt du ÖPNV, Fahrrad oder E-Autos? Also ich wohne in Potsdam. Da nutze ich ganz viel Fahrrad, weil man da auch in die Innenstadt schwierig anders reinkommt und vor allem, weil es der kürzeste Weg auch zu Kita und Schule und zum Bahnhof ist. Und dann habe ich ja den Vorteil, dass ich als Brandenburger Abgeordnete zum Bundestag dann immer direkt auch fahren kann mit dem Regionalexpress. Da fahre ich immer mit dem Regionalexpress. Und dann haben wir auch noch ein Auto und zwar einmal mit unseren Nachbarn zusammen ein Elektro-Carsharing-Auto und da passen aber keine Kindersitze rein. Und deswegen haben wir dann auch noch zusammen ein älteres Auto, wo auch Kinder mit hinten reinpassen. Okay, vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage, die sich an euch alle richtet. Sie lautet, erstmal die Frage hat gestellt, das gehört ja auch mit dazu, Ulrich Lüttke. Vielen Dank für die Frage, Ulrich Lüttke. Die Frage lautet, wenn ihr gefragt werden würdet, was eure Freunde über euch sagen, was ihr für Stärken habt, dann sagen die, Robert. Oh nee, nicht mit mir anfangen. Doch. Er hat keine Freunde. Keine Freunde. Komm. Dann sagen die, wenn man ihm was anvertraut und nicht will, dass andere drüber reden, dann hält er sich dran. Anja, was würden deine Freunde über deine Stärken sagen? Also meine Freunde würden sicherlich sagen, dass ich verlässlich immer da bin, wenn sie mich wirklich brauchen und dass ich das irgendwie auch die letzten Jahre immer geschafft habe, neben der Politik her. Das ist für mich wichtig. Und Annalena, wie sieht es bei deinen Freunden aus? Lebenslustig, würden sie sagen. Und Okay, Dankeschön. Es sei mir erlaubt, zwischendurch jetzt mal kurz einen kleinen Gruß an den Arbeitskreis Wirtschaft des Kreisverbandes Köln zu senden. Die sitzen mit 10 Leuten vor einem Computer. Das ist sozusagen Sharing is the new Besitzen. Ganz toll, dass ihr euch zum Rudelgucken trefft in Köln. Wir freuen uns. Ich habe eine weitere Frage und zwar von Tim Schwarzer, die richtet sich auch an euch alle und geht um folgendes Thema. Denkt ihr, wir müssen die Werte im Bereich der Wirtschaft ändern? Anja. Wir müssen, glaube ich, im Bereich der Wirtschaft sehr genau hingucken, dass wir mit den digitalisierten Arbeitsplätzen vernünftig umgehen. Wir haben hier im Vorfeld unserer möglichen Koalitionsverhandlungen lange und intensiv mit allen Gewerkschaften zusammengesessen, die richtig eine Heidenangst davor haben, dass mit der Digitalisierung die gute Arbeit verloren geht. Und ich glaube, auch da sind wir in vorderster Pflicht, dass wir das als Grüne im Auge behalten. Am Beispiel finde ich immer, es ist ein Riesenunterschied, ob eine junge Frau mit 2 Kindern die Digitalisierung als Home-Arbeitsplatz nutzt, wenn die Kinder vielleicht keinen Kindergarten und keine Schule haben, oder ob man von ihr erwartet, dass sie bis in den Abend rein, wenn sie die Kinder ins Bett gebracht hat, an ihren E-Mails sitzt. Also das ist dasselbe Thema, aber ich glaube, wir haben einen ganz wichtigen Anspruch, dass wir da aufpassen und dass wir wirklich auch bei Innovation im Auge behalten, wie es läuft. Wir haben das in Niedersachsen noch einmal mehr mit VW, wobei sind die Arbeitsplätze nicht so sehr das Problem, sondern da ist echt das Problem, dass wir im Auge behalten müssen, dass die sich als Mobilitätsdienstleister verstehen und nicht so sehr als Leute, die ihre Fahrzeuge so lange auf den Markt schmeißen, bis irgendeine politische Leitplanke da ist, die sagt, ihr dürft das nicht mehr, da muss weniger Verbrauch rein. Vielen Dank. Anja, wie siehst du das? Anna, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung.
Also es geht ja um Werte in der Wirtschaft und da würde ich erstmal sagen, die Wirtschaft gibt so wenig wie die Politik, weil es gibt sehr unterschiedliche wirtschaftliche Akteure wie Shared Economy auf der einen Seite und dann halt die Großkonzerne in der Ölbranche. Aber ich glaube sozusagen, wenn man von der klassischen Wirtschaft spricht und dann haben wir nun mal das Wirtschaftswachstum, da muss sich was ändern, weil das ist nicht auf Nachhaltigkeit gepolt und spiegelt sich allein daran, ja, dass die Frage, wie man Wirtschaftswachstum eigentlich misst, dass die rein nach der Größe des Wachstums, und zwar des materiellen Wachstums, gemessen wird, was absurd ist, wenn wir mehr Rüstung produzieren, wenn es mehr Verkehrsunfälle gibt, dann gibt es auch mehr Wirtschaftswachstum, was absurd ist. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir als Grüne hier auch einen ganz anderen Faktor mit eingeführt haben, wo nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Fragen, Gesundheitsstandards, Daseinsvorsorge mit rein spielt. Und das war ja auch ein Kernpunkt von unserem Wahlprogramm. Sind wir bei den Sondierungen leider überhaupt nicht weitergekommen. Aber das Gute ist, dass sich halt auch andere Wirtschaftsakteure da ja auf den Weg gemacht haben und dafür streiten und selbst in Davos sowas ja mittlerweile eine Rolle spielt. Super, vielen Dank. Damit habt ihr auch die Frage, die der Arbeitskreis Wirtschaft aus Köln angebunden hatte, nämlich wie ihr euch die Begrünung der Wirtschaft vorstellt, finde ich schon sehr gut mit beantwortet. Die hatte ich in der Kurzübersicht nicht gesehen. Seht es mir nach, AK Wirtschaft aus Köln. Aber die drei haben das sozusagen natürlich nicht nur im Abstrakten, sondern finde ich auch sehr schön im Konkreten beschrieben. Wir haben hier weitere schriftliche Fragen vorliegen von Tim Schwarzer. Und Tim Schwarzer, würde ich sagen, hatten Interesse, wo es um zwei, drei Dinge geht. Ich versuche die mal zusammenzufassen. Er würde gerne wissen, was bedeutet es für euch, grün zu sein? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die man am besten mit so ein bis zwei Sätzen beantworten könnte. Und dann fragt er noch, sollten grüne Mitglieder Diesel fahren können? Und last but not least hat er noch eine Frage, die lautet, Mercedes-Benz ist einer der größten Rüstungsexporteure. Darf es seitens der grünen Verbindung dorthin geben? Das sind jetzt drei Fragen auf einmal. Anja ist gerade rausgeflogen, kommt aber bestimmt gleich wieder. Ich werde für Anja die Frage gleich nochmal wiederholen, wenn sie da ist, falls sie es jetzt nicht hören konnte. Vielleicht fangen wir aber mit der Beantwortung diesmal an mit Annalena, bitte. Was heißt es für mich, grün zu sein? Ökologisch, gerecht, weltoffen. Ich glaube, auf eine bessere Formel kann man das eigentlich nicht bringen und mit Leidenschaft Politik zu machen. Und der andere Punkt war Diesel fahren. Ja, also wir verbieten ja niemanden, mit dem Diesel zu fahren. Und der Punkt ist ja auch, dass sozusagen alte, gebrauchte Autos nach wie vor das Nachhaltigste sind. Und dann die Frage ist, durch die ganze Betrugsaktion von den Automobilkonzernen, dass zwar die CO2-Emissionen bei Diesel besser sind, aber die ganze Feinstaubbelastung natürlich katastrophal ist. Und deswegen müssen die nachgerüstet, umgerüstet werden in der Hardware, damit sie eben diese Schummel oder Betrügerei wegbekommen. Und für mich ist da aber das Zentrale und da habe ich auch in den Sondierungen hart für gestritten und wir alle in den Sondierungsrunden, dass das nicht jeder selber zahlen muss. Weil dann kommt wieder die soziale Frage rein, die irgendjemand, ich glaube Robert vorhin auch schon mit angesprochen hat. Ja? Öko ist auch Hardcore-Sozialpolitik, weil diejenigen, die sich dann kein neues Auto leisten können, nämlich ein sauberes Elektroauto oder wie auch immer und dafür die Umtauschprämie der Automobilkonzerne von 10.000 Euro, ja, was helfen dir 10.000 Euro, wenn der Neuwagen 50.000 Euro kostet? Ja, das kann sich keine Familie, die nur ein Einkommen oder ein kleines Einkommen hat, leisten, sondern die haben dann weiter im Zweifel ihren alten Diesel und die dürften dann nicht in die Städte reinfahren. Das wäre dann nicht nur ökologisch schlecht, sondern sozial absolut unglaublich. Und deswegen ist da für mich auch ein Punkt, Nachrüstung der Hardware auf Kosten der Unternehmen, weil ansonsten gibt das hier nochmal eine absolute soziale Schieflage. Und der letzte Punkt war Mercedes-Benz. Haben wir ja auch auf dem Parteitag schon diskutiert, ob wir mit den Leuten reden sollten. Ich finde, wir müssen Dialog führen. Wir haben es ja damals auch sehr kritisch angesprochen, also auch die ganze Frage mit Rüstungsexporten. Und ich glaube, das ist gut, mit den Leuten zu reden, weil dann kann man denen nur sagen, wo wir sagen, dass aus unserer Sicht das keine wertegeleitete auch Industriepolitik ist,
Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Ich habe ja angesprochen mit Kohle, das ist ja auch bei uns in Brandenburg ein riesengroßes Thema. Und ich finde es zentral, genau zu den Leuten hinzugehen, zu den Kohlekonzernen, zur LEAG und mit denen zu reden, weil nur so schaffen wir Veränderungen, wenn wir im Dialog mit denjenigen stehen, wo wir sagen, da müssen wir gemeinsam wirklich was ändern in unserem Land. Vielen Dank, Annalena. Robert, nochmal die drei Fragen. Was bedeutet es für dich, grün zu sein? Dürfen Grüne Diesel fahren und sollten die Grünen mit Mercedes-Benz in Verbindung stehen? Also ich fasse mal ein bisschen grundsätzlicher, damit ich nicht alles wiederholen muss, was Annalena gesagt hat. Ich bin in die Grünen eingetreten, da habe ich auf einem kleinen Dorf gewohnt. Es gibt zwar ein Wahlgeheimnis in dem Dorf auch, aber wir wussten ziemlich genau bei der Bundestagswahl oder bei Kommunalwahlen, wer von den 3000 Einwohnern die Grünen wählt. Das waren ungefähr 12 Leute und man kannte sich untereinander. Also es war ziemlich gut zu identifizieren. Und ich glaube, Grün sein bedeutet letztlich mutig zu seiner eigenen Meinung stehen oder zu einer Meinung stehen. Das ist sozusagen vorgelagert vor den inhaltlichen Positionen. Und das wissen, glaube ich, alle, die in der Partei Mitglied sind, dass sie mit dem Bekenntnis zu den Grünen auch häufig genug immer noch Kopfschütteln ernten oder Finger zeigen manchmal. Zweitens, Grüne sind auch keine besseren Menschen oder andere Menschen als andere. Das heißt, dagegen würde ich immer reden wollen, dass wir von uns behaupten, aber unser Lebensstil ist korrekter als das von anderen Leuten. Das wäre natürlich wunderbar, wenn man halbwegs seinen politischen Vorstellungen entsprechend auch klarkommt. Aber die meisten Menschen wollen von A nach B und in der Welt, in der wir heute leben, Annalena hat es gerade ausgedrückt, ist das Auto das Mittel der Wahl und eine Reihe der Autos hat Dieselmotoren, das wird bei Grünen nicht anders sein. Deswegen ist es immer gut, wenig zu fahren, aber wir sollten nicht einen Unterschied machen zwischen den Grünen und die kaufen nur Öko und die fahren nur mit der Bahn und sind irgendwie perfekter als andere, sondern uns schon als Teil der Gesellschaft sehen. Wir brauchen auch nicht bessere Menschen, wir brauchen bessere Politik. Das ist, glaube ich, gelernt seit dem Veggie Day. Und die andere Frage ist für mich politisch eine relevante. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, aus Kiel. Da ist eine große Werft, die Kriegsschiffe baut und U-Boote baut. Sehr gegen unsere politische Vorstellung. Aber sie ist nun mal da. Und wenn du jetzt meinst, mit Verbindung sollte man sich von denen die Parteitage sponsern lassen oder, weiß nicht was, Taschengeld für Weihnachten abzwacken, dann natürlich nicht. Aber geht man mit denen in den Konflikt, so wie Annalena es dargestellt hat mit der Braunkohle? Ja, selbstverständlich. Also natürlich muss man mit den Leuten darüber reden. Und letztlich wiederholt sich in der Rüstungsindustrie der Braunkohlekonflikt auch. Die Leute, die da arbeiten, haben auch Familien, wollen auch ein Bootchen kaufen. Wenn wir sagen, es werden keine U-Boote mehr in Kiel gebaut oder keine Panzer mehr in nirgendwo, dann wird man den Leuten auch andere Jobs schaffen müssen. Die Frage stellt sich halt immer. Also muss man den Kontakt suchen, gerade mit den Gegnern oder mit den Industriebranchen, die einem nicht so sympathisch sind. Vielen Dank, Robert. Anja, konntest du die drei Fragen hören, die ich vorgetragen habe, oder soll ich sie für dich auch nochmal wiederholen? Du bist kurzfristig draußen gewesen. Sag mal. Also ich glaube, die erste Frage war, was wir als Grüne eigentlich sind und sein wollen. Und ich finde, wir wollen als Grüne vor allen Dingen diejenigen sein, die Sachen nach vorne denken, aber nicht mit dem Zeigefinger den anderen erklären, wie die Welt sich dreht, sondern Sachen mit den Leuten draußen gemeinsam entwickeln. Deswegen ist die Frage, sollen Grüne Diesel fahren oder können Grüne Diesel fahren, eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wir sind als Grüne dafür verantwortlich, dass wir flächendeckende Tarife kriegen und Carsharing-Angebote, die überall funktionieren und so viel Mobilität, wie wir hinkriegen, auch umweltfreundlich organisieren. Ich bin, glaube ich, die einzige Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, die keinen Dienstwagen fährt. Das habe ich fast 5 Jahre jetzt durchgehalten und ich mache das nicht deshalb, damit ich den anderen erzählen kann, ich fahre keinen Dienstwagen, sondern ich finde das deshalb klasse, weil ich morgens mit denselben Leuten in der S-Bahn und in den Zügen sitze, die auch unter Verspätung leiden und mit denen darüber reden kann, ob das wirklich komfortabler ist, Bahn zu fahren als Auto und einfach dicht dran bin an den Leuten. Und das hat mir die letzten 5 Jahre ganz viel weitergeholfen, weil man da ganz viel gute Gespräche führt und da merkt man dann auch, dass so eine Frage, wie Annalena eben angesprochen hat, eine Nachrüstung für Dieselfahrzeuge für viele Leute eine unglaublich wichtige Frage ist, weil die kaufen sich alle 15 Jahre ein Auto. Das ist dann irgendwann auch abgeschrieben vom CO2-Paket, aber da muss natürlich der Autobauer, der sie verarscht hat mit den Werten, der da irgendwie Schwierigkeiten gemacht hat, muss das Geld nachlegen, um das nachzurüsten. Das kann man nicht von den Leuten selber erwarten, dass die sich plötzlich nach dem E-Auto umgucken.
Die Frage, sprechen wir mit den Firmen? Die würde ich immer bejahen. Ich glaube, wir müssen immer mit Arbeitgebern sprechen, die so viele Arbeitsplätze zu verantworten haben. Wir haben in der ganzen Zeit, die wir den Ärger hier mit VW hatten, nicht aufgegeben, mit denen zu reden. Wir sind auch als Fraktionisten da unterwegs gewesen. Wir haben uns aber vor allem, und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil darum geht es mir als Grüne, wir haben uns vor allen Dingen mit den Arbeitnehmervertretern getroffen, weil die erstaunlicherweise, genau wie die Gewerkschaften, einen riesen Interesse daran haben, ihr Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, zu einem Mobilitätsdienstleister umzubauen, um die Arbeitsplätze zu halten. Weil die Gewerkschaftler und Betriebsräte sind die Ersten, die nach China gucken und sagen, hey, da dürfen diese Autos nicht mehr fahren. Wie lange schaffen wir das noch, mit unserer Produktion am Weltmarkt fähig zu bleiben? Und die haben ein großes Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist mir immer wichtig, wenn wir mit den Firmen sprechen, lasst uns die Arbeitnehmervertreter im Auge behalten und lasst uns die Gewerkschaften im Auge behalten, weil die sind eigentlich an unserer Seite und die warten auch auf uns. Vielen Dank euch dreien. Ich habe jede Menge Fragen und danke schon mal allen für die Geduld, dass das einfach sozusagen dem geschuldet ist, dass hier sehr viele Leute teilnehmen an dem Webinar und wir aber auch die Gelegenheit haben wollen zu hören, was ist eigentlich die Antwort der BewerberInnen auf die Fragen. Wir gehen jetzt wieder in die Live-Schaltung mit Teilnehmenden. Ich würde vorschlagen vom Verfahren her, ich nehme jetzt drei dran. Und würde jeweils vorher den Namen sagen, dann stellt ihr die Frage. Vielleicht könnt ihr, Annalena, Anja und Robert, euch die Fragen so ein bisschen mitnotieren, dass wir dann auch sozusagen einen Block jetzt haben. Wir hören jetzt lauter Live-O-Töne on air und dann seid ihr mit der Beantwortung dran. Ich freue mich jetzt, Guido Pfeiffers Stummschaltung aufzuheben. Und Guido, du bist jetzt on air. Was ist deine Frage an die BewerberInnen? Ja, erstmal ein kräftiges Hallo an alle. Versteht ihr mich? Ja. Gut, danke. Mona, es ist nicht gar nicht so avantgarde, was wir hier machen. Das machen viele Firmen im Alltag. Und denen passiert das auch. Ich bin in der IT unterwegs und hab genau dieselben Probleme immer wieder. Aber es ist, finde ich, eine geniale Methode, miteinander zu kommunizieren. Ja. Zu euch dreien, ihr bewerbt euch ja im Endeffekt um den Vorsitz bei uns, das heißt um die Parteiorganisation. Und irgendwo, ich komme aus Bonn, da haben wir es eigentlich sehr gut. Wir sind dicke drin in der Stadt, werden gewählt, wir haben sogar Bezirke, wo wir die Mehrheit stellen, beziehungsweise wo wir die meisten Stimmen bekommen. Das ist alles kein Problem bei uns hier im Westen. Im Osten sieht die Sache anders aus mit der Partei. Da sieht es für mich sehr schlecht aus. Da sind wir sehr dünn gesetzt. Da sind wir auch von den Aktiven her sehr dünn gesetzt. Was könnt ihr euch vorstellen, wie wir dort, gerade in so einem Umfeld, wo ja das Framing durch die AfD, die Renationalisierung der Argumentation und so weiter, ja extrem ist, wie wir uns da wieder neu aufstellen können und ob wir da auch organisatorisch uns anders aufstellen müssen, als wir es hier vielleicht im Westen sind. Ja. Da hätte ich gerne mal von euch gehört, wie ihr das seht. Vielen Dank, Guido. Ich schalte dich jetzt wieder stumm. Und als nächstes darf ich on air begrüßen Guido Pfeiffer. Deine Frage an die BewerberInnen, bitte. Ich war doch gerade dran, oder? Stimmt. Ja. Entschuldigung. Einmal reicht, ist okay. Schönen Grüßen nach Bonn, Entschuldigung. So, jetzt aber Marc Oliver Pahl, natürlich. Lieber Marc Oliver. Du bist jetzt on air. Hättest du dich nicht selbst stumm geschaltet? Deswegen, jetzt bin ich zu hören. Ja. Okay. Guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hätte eine Frage zur Europapolitik. Viele der Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, wie Klimaschutz, Energie, aber auch Migrationsfragen, werden wir sicherlich nur mit Rückenwind aus Europa hinbekommen und da würde ich gerne wissen, welche Ansätze die drei Bewerberinnen haben. Vielen Dank, Marc Oliver. Und last but not least für diese Runde ist jetzt dran Niklas Gessner. Niklas, du bist jetzt on air. Deine Frage. Hallo, guten Abend. Hört ihr mich? Ja. Hi, okay. Ja, ich komme aus Solingen, die Stadt, wo Anja ihren Hund her hat. Genau, und zwar ist meine Frage, wir haben ja nächstes Jahr eine sehr wichtige Wahl, die Europawahl. Und meine Frage ist, das ist ja relativ nah schon, habt ihr da irgendwelche konkreten Überlegungen,
ihr die Kampagne irgendwie machen wollt mit dem Europawahlprogramm, ob ihr dann durch die Länder touren wollt, so Foren veranstalten wollt. Habt ihr da irgendwelche konkreten Ziele? Genau, das wäre meine Frage. Super, vielen Dank, Niklas. Du bist wieder stumm geschaltet. Bisschen mit Blick auf die Uhr, es ist jetzt 7:15, wir haben gesagt, in 47 Minuten werden wir das hier beenden, von daher, wenn ihr es schafft, möglichst kurz und prägnant auf die vielen Fragen, die euch jetzt erreicht haben, zu antworten, wäre super, dann können wir noch einige mit dran nehmen, vielleicht kurzer Aufruf in die Runde der Teilnehmenden, während ihr antwortet. Ich vermisse doch die Einmischung der Frauen in diese Fragerunde. Von daher fühlt euch ermutigt und ermuntert, eure Fragen zu stellen. Aber wir fangen vielleicht mit der Beantwortung der Fragen an. Ich lasse diese Lostrommel laufen bei Anja. Anja, bitteschön. Wir haben ja zuerst die Frage bekommen, wie wir mit dem Osten, mit den neuen Bundesländern diesen zunehmenden Rechtspopulisten begegnen. Wir haben das tatsächlich in der Runde der Fraktionsvorsitzenden auch schon in mehreren Runden diskutiert und gesagt, wir müssen es immer wieder aufrufen. Ich glaube, wir brauchen als Partei ein gutes Angebot dafür. Wir haben ja früher, ich habe früher in vielen Kommissionen mitgearbeitet, auch unter anderem gegen Rechtsextremismus. Ich glaube, hier das Thema ist größer. Wir brauchen einfach nicht nur Angebote für Funktionäre, sondern wir brauchen Angebote für die Gesamtpartei, sich eine Strategie zu überlegen, wie man mit diesem zunehmenden Rechtspopulismus umgeht. Wir haben da schon eine Menge Erfahrungen gemacht, die einen mehr, die anderen weniger. In den Ostländern, glaube ich, ist der Druck erheblich. Aber ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, wie damals beim Rechtsextremismus auch, dass man sich wirklich mal trifft, also physisch trifft, Workshops dazu macht und miteinander gute Handlungsoptionen findet. Und ich glaube, wir brauchen in der Tat richtig sowas wie Patenschaften. Wir müssen uns da gegenseitig unterstützen in den benachbarten Ländern. Also meine Idealvorstellung ist, dass Landesverbände, vielleicht die benachbarten Landesverbände im Osten dann auch personell unterstützen und durch enge, vernetzte Zusammenarbeit, gerade auch im Falle von dem Begegnen der AfD und Rechtspopulismus unterstützen. Das gilt übrigens, da mache ich jetzt einen Sprung über das Europathema rüber, auch für den Europawahlkampf. Ich glaube, wir brauchen einen Europawahlkampf, weil das ist immer der Wahlkampf, der am schwierigsten zu organisieren ist, weil wir so wenig Kandidaten haben für so viele Bundesländer, dass wir da auch uns gegenseitig stärker unterstützen und als Bundesverband im Blick behalten oder als Bundesvorstand im Blick behalten, dass ganz viele Kandidatinnen und Kandidaten während des Europawahlkampfs auch mit guten Formaten in der Fläche unterwegs sind und wir auch mit den Europapolitikern aus den Länderparlamenten und aus der Bundestagsfraktion kräftig unterstützen. Ich glaube, da brauchen wir einen Schulterschluss zwischen allen Akteuren, um diesen Wahlkampf richtig gut zu gestalten, weil da wird es echt auf uns ankommen. Und ich glaube, was die Europapolitik angeht, jetzt auch mit ein bisschen Blick auf die Zeit, die Große Koalition lässt es da ja wirklich hängen, was die Frage angeht, wie geht man auf Macron zu, wie nutzt man dieses Dreieck Brüssel, Berlin und Paris und macht auch gemeinsame Ziele, denkt über eine weitere Demokratisierung von Europa, da denkt über sowas wie einen gemeinsamen Finanzminister nach und auch über eine Flüchtlingspolitik, in der man zu gemeinsamen Zielen und zu gemeinsamen Absprachen kommt. Ich glaube, da ist auch durch Macron und Frankreich viel möglich geworden. Und auch da, glaube ich, müssen wir die Große Koalition genau wie beim Klimaschutz unheimlich treiben, dass da was passiert. Die Ideen, die wir auf dem Tisch liegen haben zu Europa, glaube ich, sind alle gut. Aber wir werden die aus der Opposition auch formieren müssen. Und auch dafür brauchen wir, glaube ich, wieder Verbündete. Vielen Dank, Anja. Annalena. Erstmal danke für die Fragen. Guido mit Ostdeutschland, ja, das ist ein hartes Pflaster. Also wir haben in Brandenburg 5% bei der Bundestagswahl erreicht und wir waren da sehr stolz drauf. Die anderen Ostländer waren unter der 5%-Hürde und das ist aber sehr unterschiedlich. Also das ist auch so, dass wir natürlich Orte, insbesondere die Städte haben, wo wir auch zweistellig sind. Und dann haben wir aber Regionen auf dem platten Land, da sind wir bei 2%. Und deswegen braucht es eine Unterstützung. 2019 sind nicht nur die Europawahlen, sondern viele Wahlen auch im Osten, vor allem viele Kommunalwahlen. Und da wird es halt richtig, richtig dünne.
Und deswegen ist das für mich, also für den neuen Bundesvorstand, auch wirklich eine der zentralen Aufgaben, zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir da die Wahlkämpfe auch unterstützen. Das ist das, was Anja gesagt hat, personell mit unterstützen. Das hat in den letzten Jahren auch immer wieder stattgefunden. Ich glaube, das ist auch echt eine super Sache, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern. Trotzdem sind wir da aus dem Landtag rausgeflogen. Ja. Und wir waren in Brandenburg 15 Jahre außerparlamentarisch, sind 2009 wieder reingekommen. Da bin ich Landesvorsitzende in Brandenburg geworden. Und da mussten wir erstmal einen Landesverband aufbauen, der nicht nur ehrenamtlich arbeitet. Für mich ist da zentral, weil du auch das Thema Rechtsextremismus angesprochen hast, wirklich, was ich vorhin so ein bisschen sagte, dahin zu gehen. Ich habe zum Beispiel, als ich im Bundestag gekommen bin, vor 4 Jahren mit meinem Kollegen Martin Patzelt von der CDU, der hat selber bei sich zu Hause Flüchtlinge aufgenommen, also ein bisschen anderer Typ auch, schon über 70, und Thomas Nord von den Linken in Frankfurt-Oder gesagt, so, das geht so nicht weiter, das ist die Stadt mit der niedrigsten Wahlbeteiligung, Kinderarmut, dramatisch, der Stadt ist, geht es wirklich nicht gut. Und bei den Landtagswahlen war die AfD dabei 30%. Und da haben wir gesagt, wir gehen regelmäßig an die Schulen zu dritt und reden einfach über die Frage Demokratie. Und als das Flüchtlingsthema dann so zentral geworden ist, waren wir an manchen Schulen, wo die Lehrer gesagt haben, Gott sei Dank sind sie endlich da, neben uns wird eine Flüchtlingsunterkunft gebaut. Und es brannte die Luft in dieser Klasse. Ja, die Schüler wollten reden, aber die Lehrer haben sich nicht getraut, darüber zu reden. Und das ist halt fatal. Ja. Und da merkt man einfach, man muss da sein, man muss drüber reden. Man muss Rassismus Rassismus nennen, aber man muss auch sagen können, in so einer Schulklasse bei den 14-jährigen Mädels, die meinten, wir haben Angst, vergewaltigt zu werden. Und dann habe ich zu den Männern gesagt, so, jetzt antworte ich mal, so, ich habe auch Angst, nachts vergewaltigt zu werden. So, darüber müssen wir reden und darüber könnt ihr auch reden, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Frage, wie stehen wir eigentlich zur Flüchtlingspolitik, und habt ihr dann einfach eine persönliche Story von der Patenfamilie, die ich hatte, die aus Thüringen gekommen ist, vorgelesen, ja, und da standen den gleichen Mädchen Tränen in den Augen, weil sie halt vorher noch nicht vom IS gehört haben. Und das sind so ganz andere Ebenen, wo wir, glaube ich, wie gesagt, direkt vor Ort sein müssen, den Dialog führen. Und dieses Bündnis hat aus meiner Sicht auch mit dazu beigetragen, dass wir von Gauland verhindert haben, dass in Frankfurt oder jetzt das Direktmandat geholt haben, sondern einer von diesem Trio, nämlich der Martin Patzelt, das ganz knapp mit 2% geschafft hat. Und auf der anderen Seite, ich versuche es jetzt abzukürzen, ist in den Regionen ist wirklich so, da fühlen sich Menschen nicht nur abgehängt, sondern sie sind abgehängt. Es gibt keinen Bus, es gibt keine Bahn, es gibt keine Hebamme, es gibt keine Grundschule. Und deswegen war für uns jetzt ja auch in den Sondierungen so ein zentrales Thema, was bedeutet eigentlich Daseinsvorsorge in der Fläche? Und ich glaube, das müssen wir jetzt, wenn wir über den Programmprozess sind, ein bisschen nach vorne geblickt, müssen wir auch als Grüne wirklich essentiell als Thema weiter mit betreiben. Und das bringt mich super gut zu Europa, weil ich auch glaube, dass das eine Frage wird, wie wir Europa zusammenhalten, nämlich als solidarisches Europa, indem wir auf der einen Seite darüber diskutieren, und Marc-Oliver Pahl, freut mich, dich nach Jahrzehnten jetzt hier live wiederzusehen. Wir waren vor 10 Jahren zusammen in der BAG Europa und auch darüber haben wir schon diskutiert, zum Beispiel Arbeitslosenversicherung in Gesamteuropa. Als Grüne haben wir das immer so ein bisschen aufgeschoben, unsere Beschlüsse sind dazu immer, sollten wir mal prüfen. Und das wäre auch so ein Thema, wo ich sage, ja, jetzt haben wir einen Grundsatzprogrammprozess, so, dann lasst uns das ausdiskutieren und entscheiden, weil das ist was, was Europa zusammenhalten kann. Das wirkt gegen makroökonomische Schocks, ja, wenn ein Land in die Krise geht, ist aber ein totales soziales Element. Und ich glaube, das müssen wir stärker spielen. Und da haben leider auch die Sondierungen gezeigt, also mit Blick auf FDP, aber auch mit Angela Merkel. Ich war ja in der Runde da auch Berichterstatterin. Wir sind eine proeuropäische Kraft und von denen gibt es nur noch ganz, ganz wenige. Und deswegen haben wir eine essentielle Rolle in der Europawahl. Da war jetzt ja auch die Frage Kampagne. Das muss der neue BUFO angehen. Es gibt aber einen super Antrag für die BDK, wo gesagt wird, lasst uns Foren machen. So Foren jetzt schon beginnen, im Prinzip wieder Townhalls, europäische Townhalls, wo wir schon mal vordiskutieren. Liebe Leute, was erwartet ihr von Europa? Und ich hoffe, dass wir diesen Antrag auf der BDK annehmen, vielleicht auch sehr einstimmig annehmen und das dann, egal wer am Ende auch gewählt wird, wirklich fortführen und so auch den Europawahlkampf dann ab Februar, März starten. Vielen Dank, Annalena. Robert. Also erst einmal ist es so, dass ich glaube, dass der ländliche Raum nicht vergessen ist von der Politik, sondern in Wahrheit, wenn man sich das genau anschaut, das sage ich als jemand, der zwar nicht aus Ostdeutschland, aber aus auch strukturschwachen Gebieten kommt und zum Teil dafür Verantwortung trägt, im Grunde im Zentrum der Politik steht. Ganz viele Dinge,
die auch wir betreiben, finden ja im ländlichen Raum statt. Die Energiewende ist nicht in Berlin, sondern die findet in Dithmarschen statt oder in Brandenburg. Oder die immer stärkere Industrialisierung der Landwirtschaft, die Art, wie Tierställe größer werden. Der demografische Wandel wurde angesprochen. Dann das Ausdörren der Infrastruktur. Nicht nur die Straßen, die dann irgendwann rott werden, sondern Edeka, Sparladen, Banken, alles geht weg. Also insofern ist es so, dass die Politik eher sehen muss, oder ich will noch ein Beispiel nennen, das Russland-Embargo. Also außenpolitische Auswirkungen treffen die Kohlbauern, die auf einmal ihren Kohl nicht mehr verkaufen können, oder die schweinehaltenden Betriebe oder die Schlachthöfe, alles im ländlichen Raum. Und deswegen glaube ich, muss man die Politik, also muss man nicht sagen, wir müssen eine neue Politik für den ländlichen Raum machen, sondern man muss quasi die Auswirkungen auf den ländlichen Raum immer mitdenken, beziehungsweise ans Zentrum des Denkens setzen. Und man wird die alten Infrastrukturen nicht mit den alten Mitteln halten können. Dafür sind die Umsteuerungsprozesse zu gravierend, aber es gelingt wahrscheinlich, die Funktion über andere Wege aufrechtzuerhalten. Und das wäre dann die Antwort, wenn der Arzt dann weggeht oder die Hebammen weggehen, dann musst du halt über Zentren für medizinische Versorgung nachdenken. Wenn die Bank aufgibt, wenn die Sparkasse der Edeka-Laden aufgibt, das Café dicht macht, vielleicht gelingt es ja, das haben wir in Schleswig-Holstein probiert, quasi neue Kulturzentren zu schaffen, die alles zusammenbinden. Und die kann man dann auch öffentlich unterstützen. So kann man dann neue Netzwerke schaffen. Das ist, glaube ich, nur aber ein Teil des Problems Ostdeutschlands. Annalena, da wirst du viel besser drüber reden können als ich. Aber es ist ja offensichtlich, dass weite Teile der Menschen in Ostdeutschland mit den vielen Umbrüchen, den politischen Umbrüchen und den biografischen Umbrüchen nicht ihren Frieden gemacht haben, sondern sich verraten und verkauft fühlen. Und ich glaube, es gelingt nur auf einer strukturellen Ebene, dieses sich verabschieden von der Demokratie zurückzudrängen, wenn man irgendein Angebot schafft, sich wieder mit der Demokratie, mit unserem Staat zu versöhnen. Und ich glaube, das kann nur durch Sozialpolitik erfolgen. Da bin ich bei Anja oder bei dem Punkt, den sie immer stark setzt. Und letztlich eine Sozialpolitik, die ein Stück weit immuner macht gegen die Willfährigkeiten von politischen Umstürzen oder technischen Entwicklungen. Also eher so ein Gedanke, der vielleicht eher von der Würde kommt, als von, man muss darum betteln, dass der Staat einem hilft. Das, glaube ich, treibt die Menschen in den Verdruss. Und Europa ist vielleicht das Gegenteil auf der Ebene, aber der gleiche Ort, solche Gedanken zu platzieren. Wir kennen, glaube ich, alle Beispiele, wo Europa eher für Bürokratie steht. Als Landwirtschaftsminister kann ich ohne Ende darüber berichten, nicht alles macht Sinn. Aber Macron hat gesagt, ein Europa, das uns schützt. Das finde ich jetzt nicht so einen super klugen Spruch für die Grünen, weil er damit immer auch Flüchtlinge meint, und da ist sozusagen auch ein Schutz drin, schützt vor zu viel Zuwanderung. Aus der französischen Situation vielleicht noch halbwegs tolerabel, aber für Grüne sicherlich nicht gut. Aber ein Europa, das Fairness walten lässt oder so etwas, ein Europa der Fairness, so eine neue Erfindung der europäischen Erzählung, das, glaube ich, trägt uns weit. Und das ist auch notwendig, weil ist ja klar, die ganzen internationalen, es gibt ein paar Probleme, die Energiewende gehört dazu, Umgang mit Flüchtlingen, die Besteuerung von internationalen Konzernen, die kriegen wir im nationalen Rahmen gar nicht gelöst. Wenn das Europa machen würde, also Europa besteuert Amazon und Starbucks, von mir aus kann Europa das Geld auch gleich behalten und das umsetzen in Annalenas Arbeitslosenversicherung oder in eine Bildungsoffensive oder Kita-Offensive, sodass dass Europa einen eigenen Politikanspruch, aber einen Fairnessanspruch hat und auch zeigt, dass es Probleme lösen kann, die der Nationalstaat nicht mehr lösen kann. Und wenn man das an 4, 5 Beispielen deutlich macht, dann wird das eine gute Geschichte für uns. Super, vielen Dank. Mein Aufruf an Frauen hat Wirkung gezeigt. Erstmal an die nachfragen, können wir nicht einfach länger machen, bitte? Ich finde es auch super, ehrlich gesagt, weil es so ein bisschen, es hat so was ganz Kuscheliges, ne? Mit den dreien. Und es hat auch vor allem echt was Besonderes, dass wir die Gelegenheit haben, vor der BDK nochmal so an euch dran zu kommen. Wir können nicht länger machen, weil die drei haben das in ihren Terminkalendern sozusagen heftigst freigeräumt, haben aber noch Anschlusstermine ab 21 Uhr. Deswegen kommen wir jetzt zu den nächsten Fragen. Ich würde jetzt wieder drei nehmen. Ich fange mal an mit der von Sabine Killmann. Sie fragt, was sagt ihr zum Wachstumsdogma und der Ressourcenknappheit, gerade auch im Zusammenhang mit der dritten Welt? Verbrauchen wir nicht die Welt auf Kosten von anderen?
Das ist die Frage von Sabine Killmann. Dann habe ich eine Frage, die ich jetzt mal ehrlich gesagt auch ganz schön spannend finde. Wo ist sie hingekommen? Und zwar ist es die gewesen, eure Frage von René Palusiak. Wie steht ihr zum Thema Cannabis als Medizin sowie als generelle Freigabe in Deutschland und Europa? Und last but not least, wir machen wieder so ein Dreierpaket von Nike Slavik eine Frage. Wir Grüne sind ja auch die Partei der Gleichberechtigung der BürgerInnen und Menschenrechte. Welches sind aus eurer Sicht die großen gesellschaftspolitischen Projekte, die wir in den nächsten Jahren in Angriff nehmen sollten? Ich würde euch nochmal bitten, möglichst kurz und prägnant zu antworten. Und diesmal fangen wir an mit, ach, ich denke, Annalena. Also Wachstumsdogma, also das finde ich ist auch was, gehört wieder in den Grundsatzprogrammprozess, wie wir nachhaltig wachsen und vor allen Dingen die Grenzen des Wachstums diskutieren, weil klar ist, die Ressourcen werden dafür definitiv nicht ausreichen. Und dann sind wir ja auch bei den ganz spannenden Fragen, um es jetzt nicht so ganz immer das zu sagen, was man immer sagt. Was brauchen wir eigentlich an Rohstoffen, die wir auch für die Energiewende brauchen? Ja? Und ich finde, auch bei dieser Frage dürfen wir uns Grüne nicht drücken, gerade wenn wir so einen Programmprozess führen, weil das heißt halt, dass die Suffizienzfrage auch in den Mittelpunkt unserer Diskussion mit reingehört. Und ja, da bin ich gespannt drauf. Ich glaube, wir müssen sagen, dass es halt nicht immer mehr geben kann, sondern dass es auch ein weniger sein muss. Aber das haben wir ja vorhin schon ein bisschen andiskutiert mit der Verbotspartei. Das ist natürlich eine heikle Frage. Aber da freue ich mich auch drauf, dass wir halt Diskussionen dann vielleicht so führen, dass es nicht gleich ist, hier ist die Antwort, sondern dieses Abwägen, ja, weil viele Menschen ja auch sagen, Globalisierung, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, ja, und es ist dieses sowohl als auch und das als Partei zu führen, glaube ich, können wir auch viele andere Bündnispartner oder bei denen wir auch schon mal dran waren, wieder, ja, stärker an uns binden. Freigabe Cannabis. Also da haben wir in der Bundestagsfraktion ja auch einen Gesetzentwurf vorgelegt, wie man das legalisieren kann, nicht nur für den medizinischen Bereich, sondern auch für den privaten Bereich, wo es aber auch das Jugendschutzgesetz mit eingehalten werden muss, hatten wir auch mit in den Koalitionsverhandlungen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, oder Sondierungsgesprächen, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht kann Robert das nochmal sagen, ob wir da erfolgreich waren oder nicht. Für einige war das hier zentral, aber genau, da haben wir einen Gesetzesentwurf in der Tasche und werden den sicherlich auch immer wieder mit rausholen. Gleichberechtigung, ja, ist ein Punkt, auch würde ich sagen, leider Alleinstellungsmerkmal bei uns Grünen, der Blick im Deutschen Bundestag. Ja, wir haben jetzt 2018 100 Jahre Frauenwahlrecht und stellen fest, dass wir in diesem 100-jährigen Jubiläum leider bei dem Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag wieder 15 Jahre zurückgefallen sind. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und je mehr man nach rechts im Bundestag guckt, umso schlimmer wird es. Und deswegen hat Anja ja auch so deutlich gemacht, gleich mit den Kandidaturen ist es, glaube ich, auch gut, dass wir als Partei sagen, wir haben fitte Frauen, die antreten und das auch weiterleben. Für mich ganz persönlich ist da als Thema, weil du hast gefragt, Gleichberechtigung, was für ein Thema, schon Gewalt an Frauen, nach wie vor ein riesengroßes Thema, also jetzt nicht nur die Sexismus- und MeToo-Debatte, sondern jeden Tag in Deutschland ja, wird eine Frau ermordet, umgebracht oder kriegt schwerste Verletzungen durch häusliche Gewalt. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Weltweit sind, ich glaube, irgendwie 40%, bei den 40-Jährigen ist die schlimmste Todesursache häusliche sexualisierte Gewalt. Und das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, immer wieder drauf nicht nur rumreiten müssen, sondern es auf die Agenda heben. Und der andere Punkt ist für mich Frage von Vereinbarkeit und Familie und Beruf. Ich glaube, das können wir als Grüne so führen, wie wir auch die Debatten zur gendergerechten Sprache geführt haben. Da braucht es gar nicht nur Gesetzentwürfe, sondern das ist, was wir immer wieder selber thematisieren müssen, auch im Zweifel sagen, ja, das ist bei uns manchmal auch schwierig, das weiß ja jeder Kreisvorsitzende, warum da manchmal weniger Frauen kommen, weil die sagen irgendwie, also abends um 19 Uhr passt es nicht und die Debatten, die hier immer endlos gehen. Und ich glaube, da ist es auch die Art und Weise, wie wir es selber als Grüne vorleben. Danke, Annalena. Robert, deine Antworten zu den Fragen. Also gelernt habe ich, dass ein reiner Wachstumsverzicht falsch wäre, weil Wachstum eben auch letztlich bedeutet, technische Entwicklung oder gesellschaftliche Entwicklung
treiben, sondern der richtige Punkt, und wir hatten den vorhin schon, als wir über das BIP und die Wachstumsbemessung gesprochen haben, ist, ein qualifiziertes Wachstum zu definieren. Also auch weniger Kühe, um mal von der Landwirtschaft zu reden, und die Ställe umzubauen für mehr Tierwohl ist in einem gewissen Sinne Wachstum, weil ja dann Handwerker arbeiten und das Bruttoinlandsprodukt irgendwie aufsteigt, aber das ist dann ein gutes Wachstum. Nur zu sagen, wir lassen alles so, wie es ist, oder wir frieren wir frieren die Gesellschaft auf einem Stillstand ein, würde nicht bei vielen Problemen helfen. Erneuerbare Energien, da muss ich gar nicht drüber reden. Immer gibt es diesen Rebound-Effekt. Also es gibt immer messbar einen Effekt, dass Einsparungen in Ressourcen auf der einen Seite immer zu höherem Verbrauchen auf der anderen Seite führen. Das muss geknackt werden. Das kann man aber politisch angehen, letztlich auch regulativ durch Gesetze angehen. Bei Cannabis war es so, am Anfang habe ich immer darüber gelacht, dass wir, früher haben wir immer gesagt, legalized, und heute machen wir ein Cannabis-Abgabekontrollgesetz. Also wenn man sozusagen die Geschichte der Grünen in einer Nussschale haben will, dann daran. Und ich fand eigentlich immer legalized cooler, habe aber gelernt von den vielen Fachpolitikerinnen und auch von den Jamaika-Sondierungen, dass der Ansatz natürlich genau der richtige ist. Der Wirklichkeit ins Auge zu schauen, heißt, den Markt zu legalisieren, das heißt kontrollierte Abgabe, zu medizinischen Zwecken sowieso, aber eben auch zum privaten Verbrauch. Dann aber auch ausräuchern, wenn ich so sagen will, des Schwarzmarktes und eben stark verbunden mit Aufklärung und Jugendschutz und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist super durchgearbeitet und ist einer der Punkte, wo man riechen kann, dass wir mehrheitsfähig werden. Dass so dieser Reflex von konservativen Kreisen, über Kiffen redet man nicht, Nachdenklichkeit gewichen ist, und ich glaube, dass das nicht mehr lange dauert, ähnlich wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ehe für alle, dass diese Punkte dann auch wirklich auf der Agenda mehrheitsfähig sind. Wäre natürlich auch mal schön, wenn dann eine grüne Gesundheitsministerin das umsetzen kann und nicht immer nur die anderen von uns abschreiben, aber daran arbeiten wir dann ja für die nächste Wahl. Und die dritte Frage habe ich vergessen. Das war die dritte Frage, aber reicht auch. Gleichberechtigung, Robert. Gleichberechtigung, was? Robert. Gleichberechtigung. Ah, oh Gott, wie können wir das vergessen? Oh, solche Leute. Projekte in den nächsten Jahren. Bitteschön. Dann ich jetzt noch. Dann sage ich noch ganz schnell. Dann sage ich ganz schnell auch, dass ich gerne möchte, dass die Gleichstellungsfragen nicht nur die Frauen machen, sondern die Männer sich da genauso drum kümmern. Ich kann das als Vater, der viel Glück damit verbracht hat, seine Kinder mitzuerziehen, zu sagen, dass wenig gewonnen ist, wenn nur die Frauen die Gleichstellungsdebatte führen, sondern emanzipierte Männer können vielleicht euch beiden und den Frauen insgesamt ein bisschen helfen. Und da wäre ich, es wäre ein Ehrenprädikat, wenn ich da mitmachen könnte. Danke, Robert. Anja, deine Antworten auf die drei Fragen, bitte. Ja, ich glaube, Wachstumsdogma, wir müssen einfach tatsächlich im Blick behalten, dass wir bei den erneuerbaren Energien Märkte haben, die durchaus noch wachsen können und wo wir auch als Deutschland einen Technologievorteil haben, den wir exportieren können. Das ist der Wachstum, glaube ich, von dem man reden kann. Alles andere, glaube ich, muss man anders bemessen und muss auch bei den Bewertungen dessen, wie man Wachstum bewertet, einfach stärker andere Modelle fahren. Wir haben das hier in Niedersachsen, genau wie ihr in Schleswig-Holstein, Robert, auch thematisiert. Ich glaube, da ist noch viel Arbeit, aber ich habe eine feste Überzeugung davon, und deswegen will ich gleich zu dem Punkt Gleichberechtigung kommen, dass wir es nicht hinkriegen werden, die Leute bei diesen Themen mitzunehmen, wenn wir sie nicht von bestimmten Existenzängsten befreien können, wenn wir mit ihnen zusammen für eine Gleichberechtigung sorgen können. Ich will damit sagen, dass wir eine ganze Menge Leute haben, weil wir wirklich in einer Gesellschaft leben, die auch im Moment eine hohe Spaltung erfährt. Deswegen finde ich, ist das große Gleichberechtigungsprojekt neben den Frauen und neben den Frauenanteilen her, dass wir die Leute mit Handicaps und die Leute, die es schwerer haben als wir die Abgehängten, dass wir die gleichberechtigen. Also ich glaube, deswegen sind die sozialen Fragen erst zu lösen, immer mit diesen Leuten über Ökologie und Ressourcen sprechen kann. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die wir im 21. Jahrhundert vor uns haben,
eine Inklusion umzusetzen und die Leute nicht nur immer so knapp unter der Armutsgrenze mit ihrer Existenz zu sichern, sondern ihnen eine Existenz zu sichern, die es möglich macht, dass auch in der Wohngruppe der Lebenshilfe über einen neuen Kühlschrank nachgedacht werden kann, weil man sich darüber Gedanken macht, wie man weniger Strom verbraucht. Das ist, finde ich, das Ziel, was uns treiben muss in dieser Frage, weil wir können alle mal viel in kleinen Gruppen über Wachstumskritik und Ressourcen reden, aber wir müssen das zugänglich für alle machen, damit es ein Projekt ist, was wir gemeinsam umsetzen können. Und was die Cannabis-Freigabe angeht, da haben wir ja in den Koalitionsverhandlungen hier mit einem sozialdemokratischen Partner hart gekämpft, alleine darum, Mengen irgendwie zu verändern. Ich bin tatsächlich dafür, dass wir über eine Freigabe reden. Es gibt ja Staaten in USA, die das tatsächlich schon hinkriegen. Warum sollen wir das eigentlich nicht hinkriegen mit einer kontrollierten Abgabe? Ich glaube, das Paket ist allerdings größer. Man braucht auch Prävention und gute Aufklärung. Also es nützt nichts, Cannabis zu tabuisieren. Man muss darüber reden. Es gibt ja auch ein paar Gefahren, die es gibt, wenn ich denke, dass es Leute mit psychischen Problemen gibt, die beim Kiffen durchaus Psychosen kriegen können. Dann muss das aufgeklärt werden. Und je besser das aufgeklärt wird und je mehr wir darüber reden und je mehr wir das zu einer legalen Geschichte machen, desto einfacher wird es und desto besser wird es auch zu handeln. Ich finde auch, das Schlimmste, was man, weil wir ja mal sagen, Freigabe erst ab 18, aber ich finde das für Kinder unter 18 auch ganz fürchterlich, wenn die irgendwelchen Mist auf der Straße einkaufen, wo die eigentlichen gesundheitsschädlichen Substanzen die sind, die zugesetzt sind. Das könnte man durch ein Drug-Checking prima in den Griff kriegen. Also ich finde, viel drüber reden, viel über die Legalisierung reden und gleichzeitig in Prävention und gleichzeitig in eine offene Bildung zu Drogen investieren. Und dann kann das wirklich eine gute Sache sein und kann vor allen Dingen auch Prävention sein für junge Leute und ihre Gesundheit und ihre psychische Gesundheit und den Umgang mit Drogen. Ich glaube, das gehört viel mehr in den sichtbaren Bereich und viel, viel mehr raus von den Schulhöfen und raus von verstreckten Drogen, die verkauft werden. Ich glaube, das kann man viel, viel besser und viel, viel ordentlicher organisieren und dann wird es auch viel, viel sicherer für die Leute über 18 und auch für die Leute unter 18. Vielen Dank, Anja. So, die letzten 20 Minuten sind angebrochen, deswegen kann ich nicht mehr so viele dran nehmen jetzt live von ihr. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer so zur Seite gucke, ich habe einen zweiten Bildschirm, auf dem ich versuche, Fragen zu clustern und das irgendwie so zu managen, dass möglichst viele drankommen. Ich würde jetzt, Nabia, dich entstummen. Du hörst gleich, deine Stummschaltung ist aufgehoben. Und jetzt müsstest du dich selber noch entstummen an deinem Rechner. Ich sehe an dem Symbol, dass du dich selber durch Laut-Leise-Funktion stumm geschaltet hast. Solange du das nicht änderst, können wir dich nicht hören. Ich würde sagen, ich versuche es nochmal. Vielleicht hat es jetzt geklappt, Nabia, bei dir. Nee, du bist leider noch immer stumm geschaltet. Ich kann dich also nicht aufrufen. Dann gehen wir zurück zu den schriftlich gestellten Fragen. Da gibt es welche, die sagen, die gehen so in ein Systemfeld Öffentlichkeitsarbeit. Die würde ich vielleicht nochmal in einen Klumpen nehmen und euch diese stellen. Und zwar fragt Philipp Kreuzer, wir würden auch gerne von euch wissen, wie ihr die Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit seht, unter der Herausforderung, die kleinste Fraktion im Bundestag zu sein. Und das zweite Thema zur Öffentlichkeitsarbeit, was ich euch noch fragen wollen würde, ist, mit Öffentlichkeitsarbeit vielleicht, also ist jetzt ein weiter Begriff von Öffentlichkeitsarbeit, zum Thema Diskurspolitik. Wie können wir Grüne Streitfreudigkeit und Diskussionen über unsere eigene Filterblase hinaustransportieren? Vielleicht zu diesen beiden Fragen, die gestellt wurden, einmal von Takuro Kato und die andere von Philipp Kreuzer. Freue ich mich über eure Antworten. Diesmal darf der Robert Habeck beginnen. Also was die Öffentlichkeit nach außen angeht, so ist es natürlich immer leicht, in die Medien zu kommen, wenn man sich streitet, aber nicht hilfreich. Das heißt, ich glaube, da sind wir alle drei einig, wenn die Grünen mit einer Stimme nach außen sprechen würden, wäre schon mal viel gewonnen. Das leitet über zur zweiten Frage.
nämlich wie schaffen wir einen Diskursraum, der uns gesellschaftlich weiterbringt. Da wiederum, also wenn man miteinander debattiert, das haben wir viel zu wenig in der Gesellschaft. Es ist ja so eine unruhige Zeit und im Grunde ist auch locker mal zuzugeben, dass nicht jeder Politiker und jede Politikerin auf alles eine Antwort hat. Also das Suchen, das Ringen um Antworten, das Zweifeln auch an vorgegebenen Lösungsvorschlägen, das, glaube ich, macht uns sehr attraktiv. Und wenn wir das verbinden mit einer Haltung, andere Meinungen, auch wenn wir sie nicht teilen, zu versuchen zu verstehen. Und das ist meiner Ansicht nach nicht das Gleiche wie Verständnis haben. Also zu versuchen zu verstehen, warum Leute sich abkehren oder den Kopf schütteln oder auch für uns aus unserer Sicht falsche Positionen einnehmen, das bringt ja den Diskurs weiter. Verständnis haben und zu sagen, jetzt finde ich Rassismus auf einmal gut, das verbietet sich natürlich. Aber sozusagen auch die andere Seite sehen oder mit dem anderen Blick auf einen selber gucken, das, glaube ich, macht dann, ist eine Einladung der Grünen an die Breite der Gesellschaft, die vielleicht auch mit uns fremdelt. Wenn das also gelingt, streitbar sein und sich selbst strittig stellen, ohne an den Werten der Partei zu zweifeln, dann kann uns das, dann haben wir vielleicht die Umrisse von einer modernen Partei, wie sie in das 21. Jahrhundert wirklich reinpasst. Danke, Robert. Annalena. Also ich sehe das ähnlich wie Robert, dass wir nicht miteinander streiten müssen und zwar der eine ist doof und ich weiß es sowieso besser, sondern dass wir über Inhalte ringen und dass der Programmprozess uns dafür eine super Grundlage bietet und wir da gar nicht mit vorgefertigten Themen, also ich stelle es mir auch nicht so vor wie jetzt klassisches Wahlprogramm, ja, dass wir im Hinterzimmer schreiben wir eine Schreibgruppe einen Entwurf. So, und dann ist der da und dann kann man noch 20 Änderungsanträge stellen, sondern dass es einen Aufschlag auch von verschiedenen zu verschiedenen geben gibt, die im Zweifel auch schon beinhalten, dass es da unterschiedliche Fragestellen oder auch Antworten gibt und wo man dann unterschiedliche Akteure auch einlädt, darüber zu diskutieren, darüber zu ringen, zu sagen, was ist pro, was ist contra, was wäre vielleicht noch ein Mittelweg und halt andere damit einzunehmen und auch immer wieder, wie Robert auch gesagt hat, bereit ist, mal den gegensätzlichen Standpunkt einzunehmen, um es aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Ich glaube, dass wir da manchmal auch bisher einiges in Formelkompromissen zugekleistert haben und dass man selbstbewusst auch mit vielleicht diesem Widerspruch radikal und staatstragend umgehen kann, ja, weil das auch eine Stärke ist zu sagen, wir sind radikal in unseren Themen und dahin, wo wir wollen, aber wir können uns verschiedene Wege auf diesem Wege vorstellen. Und ich glaube, dass das unsere Filterblase erweitern würde und vielleicht auch andere mit einlädt. Auf der anderen Seite, es geht jetzt ein bisschen in Philipps Frage, Öffentlichkeit, kleinste Kraft. Das große Problem wird natürlich sein, wir dürfen uns auch bei diesem Prozess nicht verzetteln. Es gibt zigtausende von Themen, wo man darüber diskutieren kann. Ich glaube, wir müssen schon deutlich machen, und das war ja auch dann unsere Stärke im letzten halben Jahr, dass wir fokussiert haben, warum grün wählen, ja, dass wir alle sagen können, ökologisch, gerecht und weltoffen. Und dass wir sagen können, da machen wir einen riesengroßen Unterschied und das muss ich aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren fortführen, dass wir viele Themen fahren, aber dass wir wissen auf die Frage, warum grün wählen, dass wir darauf auch eine Antwort geben können. Und kleinste Kraft wurde jetzt ja angesprochen. Ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, immer wieder selber sagen, oh Gott, hier sind wir die kleinste Kraft im Deutschen Bundestag. Gott, das weiß im Zweifel eh keiner, ob wir nun fünf oder sechs kleinste Kraft sind. Die Frage ist, machen wir einen Unterschied und sind wir relevant? Und dann kommen wir auch an die Tagesthemen. Also vielleicht mal als Paradebeispiel eine von euch aus NRW, Britta, mit ihrer Antwort auf die AfD in der Debatte. Ich meine, das ist bei Facebook durchgestartet ohne Ende, weil sie einfach mit Leidenschaft gesagt hat und auch nicht gekuscht hat vor der AfD, oh, die AfD macht mit der Bild-Zeitung zusammen eine Kampagne wegen der Diätenerhöhung, sondern weil sie knallhart gesagt hat, ihr belügt uns hier, ihr stellt Anträge, die jetzt da sind, wo ihr vorher Nein gesagt habt. Und ich glaube, diese Diskussion nicht zu scheuen, sondern selbstbewusst da reinzugehen, dann ist es egal, ob wir sechstkleinste Kraft sind oder ob wir die Oppositionsführer sind. Also da haben wir deutlich gemacht, die Grünen geben die Antwort auf die AfD. Und ich glaube, das müssen wir halt immer wieder hinbekommen. Danke, Annalena. Anja, deine Antwort auf die Fragen. Ja, ich glaube, die beiden Fragen hängen auch ein bisschen zusammen. Weil ich glaube, die hohe Anforderung, die wir an unsere politische Arbeit haben, ist, dass wir deutlich näher rankommen an die Lebenswirklichkeit der Leute. Und das heißt, dass wir Politik
offener machen. Das heißt, dass wenn man in der Fraktion arbeitet, ist völlig unerheblich, ob man die kleinste Fraktion ist. Wenn man die Fachdiskussion für Fachleute öffnet und für Betroffene, dann hat man eine anfassbare Politik und eine Politik, die den Diskurs auch öffnet. Ich würde am liebsten uns allen verordnen, dass wir keine politischen Veranstaltungen mehr machen, ohne dass wir Externe dazu bitten, weil das ist die beste Art von Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir Leute auffordern, an unseren Programmprozessen teilzunehmen, so auch wie bei dem Grundsatzprogramm. Wir haben hier uns mal aus Schleswig-Holstein geklaut, Robert, eure Themenkonferenzen. Das war eine ganz großartige Erfahrung für ein Wahlprogramm. Wir haben am Anfang alle gedacht, wie kann das gehen, Themenkonferenz mit ganz vielen Leuten draußen machen. Und das war eine total klasse Erfahrung, weil wenn man mit dem NABU und dem BUND und anderen Verbänden zusammensitzt und Themen bespricht oder mit den Gewerkschaften im Bereich Erziehung, dann kommen da völlig neue Themen hoch, als wenn man nur im eigenen Saft kocht. Und ich würde uns einfach ein bisschen mehr Mut in der Frage wünschen, diskutieren wir auch im frühen Stadium das, was wir politisch vorlegen mit Leuten, auf die es ankommt, bitten wir zum Beispiel bei Ideen zum Teilhabegesetz den Verbänden anzukommen, bitten wir auch Betroffenen anzukommen, kriegen wir auch mal hin, eine Veranstaltung in einfacher Sprache anzubieten, dass die Leute, die kommen, auch wirklich wissen, wovon wir reden und mitreden können. Das ist, glaube ich, was, da können wir noch besser werden. Ich glaube, wir haben da ganz viele gute Ideen. Deswegen will ich das auch einfach verknüpfen. Den Diskurs zu öffnen, heißt ja nicht, dass wir Streit und Grundsatzfragen auf offener Bühne austragen, wobei ich da gar nicht so ein Problem sehe. Ich glaube, das kennen die Leute von uns Grünen, dass wir so lange auch miteinander ringen, bis wir gute Lösungen haben. Aber ich glaube, wir können noch viel, viel mutiger sein, Leute von draußen einzubeziehen. Ich wünsche mir für die kommenden Jahre keinen Parteitag ohne externen Input und keine Fachkonferenz ohne Verbände dabei, die was dazu zu sagen haben. Ich glaube, wir können uns noch viel, viel offener aufstellen, viel, viel offener denken. Und dann spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, wie groß eine Fraktion oder wie groß ein Landesverband ist. Die Verbündeten, die finden uns dann schon. Vielen Dank, Anja. Ich habe gerade so geguckt, weil du zwischenzeitlich ganz kurz gefreest warst, aber es war so kurz, dass man trotzdem verstehen konnte, was in den letzten drei Sätzen gesagt wurde. So, ihr Lieben, wir haben noch 11 Minuten. Und ich wiederhole nochmal mein Bedauern, dass es schon vorbei ist. Und ich sehe in euren Gesichtern, ihr lieben drei, die anderen Gesichter sehe ich ja leider nicht, dass es euch geht wie mir. Ich habe nochmal zwei Fragen und zwar einmal mit den besten Grüßen aus dem Hochsauerland von Stefan Schütte. Wie intensiv setzt ihr euch eigentlich für die Digitalisierung ein? Und die andere Frage von Sammy Nassif Maki. Achtung, welche Rolle soll die Bundeswehr in unserem neuen Grundsatzprogramm erhalten? Also welche Rolle soll der Bundeswehr zugewiesen werden? Das vielleicht nochmal als letzte beide inhaltliche Fragestellungen an euch. Und ich würde Annalena dich vielleicht bitten, anzufangen. Also Digitalisierung, das wird eines der zentralen Themen bei uns in der Debatte, glaube ich, sein, wenn wir dieses Grundsatzprogramm formulieren, weil das alte Programm ist von 2002. Da war halt das Internet Neuland für alle und nicht nur für die Bundeskanzlerin. Und deswegen haben wir da im Grundsatzprogramm auch gar nicht so drinstehen. So, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht darüber reden, dass wir irgendwie Breitband brauchen. Ja, das ist irgendwie klar, sondern diese ganze Frage künstliche Intelligenz. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir jetzt Digitalisierung in der Arbeitswelt haben? Wenn Roboter die Arbeit machen, was heißt das? Auch für unsere Sozialversicherungssysteme brauchen wir dann eine Robotersteuer, weil die Sozialversicherungssysteme ja beim Faktor Arbeit dran gekoppelt werden. Oder müssen wir soziale Absicherung ganz anders darstellen? Ist wieder die Debatte zum Grundeinkommen. Ja? Also ich glaube, da ist Digitalisierung auch wieder eine ganz, ganz große Frage. Anderer Bereich, Datenschutz, Bürgerrechte, wo wir auch mit Leuten wie Jan-Philipp Albrecht auch richtige Vorarbeit schon geleistet haben. Also riesengroßes Feld. Und dann kommt es aber doch wieder runter zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, mit den ländlichen Räumen. Es ist halt so, dass wir in Deutschland, und das ist, glaube ich, dann auch nicht nur in Ostdeutschland, so in vielen ländlichen Regionen das Problem haben. Also nicht mehr, dass wir nicht nur kein Breitband haben, sondern dass wir zum Teil keine richtigen Internetverbindungen haben. Und weswegen selbst Ärzte sagen, wir können uns hier nicht niederlassen, weil wir gar keinen Internetzugang haben. Also deswegen ein Riesenfeld, wo wir ran müssen, wo die Bundesregierung leider auch versagt hat. Haben wir hier im Bundestag nicht zugemacht und gehört in den letzten Jahren. Ist halt dann schon auch schwierig, wenn man in Opposition ist. Das müssen wir natürlich ehrlich auch sagen, wenn man es halt nicht machen kann, anders als Robert mit seinem 10-Themen-Ministerium mit Digitalisierung. Bundeswehr, also
ist sicherlich die Frage jetzt, ob wir das als Thema ansprechen. Ja, müssen wir, glaube ich, schon diskutieren. Der ganze außenpolitische Bereich, auch das ist, glaube ich, was, wo wir richtig tiefgehende Debatten führen müssen. Wir hatten ja, weiß gar nicht, jetzt vor 10 Jahren war es wahrscheinlich schon, diese ganze Frage Responsibility to Protect, Schutzverantwortung in einer Welt, wo wir eigentlich gedacht haben, die Vereinten Nationen werden gestärkt. So, jetzt sieht die Welt wieder ganz anders aus, weil irgendwie die USA vollkommen draußen sind und der Multilateralismus unter die Räder geraten ist. Das heißt, diese ganze Frage Friedenspolitik, Außenpolitik wird, glaube ich, zentral sein. Und dann kommen wir auch zur Rolle Bundeswehr. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Europa, europäische Armee. Was wird das eigentlich für eine Rolle spielen? Also ist, glaube ich, auch ein großer Themenkomplex, den wir uns annehmen müssen. Und wo ja auch in den letzten Jahren, wenn wir Rechtsextremismus in der Bundeswehr hatten, ganz viele so interne Geschichten thematisiert werden sollen. Und auch da bei der Frage Dialogpartner, auch da wäre es ja spannend, in diesem Prozess, wenn wir darüber diskutieren, dann genau auch mit Akteuren aus der Bundeswehr darüber zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich für euch, da mit im Einsatz zu sein. Also ich glaube, 2 Jahre werden ehrlich gesagt nicht ausreichen für den Prozess. Okay, vielen Dank, Annalena. Dann, Robert, darf ich dich bitten, die beiden Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Ja, die Frage war ja, was tue ich für die Digitalisierung? Ich gebe jährlich 140 Millionen dafür aus in meinem Bundesland. Also wir schließen, das ist ja Aufgabe in meinem Ministerium, wir schließen die Schulen an, wir richten ein Bürgerkonto ein, wir machen Preise für Start-up-Unternehmen. Das ist jetzt... Also das ist ganz interessant, weil es eben nicht nur Datenschutz ist. Das ist zwar eine mitschwingende Debatte, aber im Wesentlichen die Gesellschaft digitaler machen. Das ist ja eine Aufgabe, die jetzt mir zugewachsen ist. Und da ich 7 Abteilungen habe, und das ist eine davon, würde ich sagen, ein Siebtel meiner Zeit verbringe ich mit der Digitalisierung. Die Bundeswehr ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen. Im Grunde müsste man ja fragen, was heißt Pazifismus unter Bedingungen des 21. Jahrhunderts oder und in Zeiten von Trump, Nordkorea und weiß ich nicht, lauter durchgeknallten Leuten in vielen Staaten. Und da heißt es, geht es wahrscheinlich nicht mehr so, wie es war, als ich den Wehrdienst verweigert habe, dass man sagt, ich mache da einfach nicht mit. Sondern die Antwort ist, und das macht einen Teil der Schuld aus, die man notwendig auf sich lässt, sicherlich komplexer. Also die Spielregeln neu zu justieren und möglicherweise Zivil- und Entwicklungshilfeprogramme mitzudenken, auch als Friedensmission, das ist sicherlich die eine Aufgabe. Und auf der anderen Seite enger Bundeswehr würde ich auch sagen, dass die Frage sich stellt, wenn eine europäische Zusammenarbeit aussehen kann. Das muss nicht automatisch eine europäische Armee sein, weil man immer das Problem hat, wir haben einen Parlamentsvorbehalt, wir haben eine ganz andere, nicht so martialische Tradition. Frankreich schickt seine Flugzeuge immer eben schneller in irgendwelche Länder rein. Also zu sagen, wir machen das jetzt alles europäisch, da würde ich sehr von abraten. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht in der Spirale der Wettrüstung landen wollen und die Ausgaben moderat halten wollen, dann macht sicherlich eine europäische Kooperation Sinn. Und da die richtigen Schnittstellen zu definieren, sollte zur Europawahl gelungen sein. Vielen Dank, Robert. Und Anja, deine Fragen, deine Antwort auf die Fragen natürlich. Bei der Digitalisierung, glaube ich, reicht es nicht, also nur auf der Länderebene zu gucken, wie viel Geld wir da einsetzen. Wir haben das in Niedersachsen auch versucht. Ich glaube, wir müssen, weil das so ein wichtiger Punkt ist, auch heute für Anschlussfähigkeit und Teilhabe, ich habe mit Stefan immer gesagt, wir müssen sowas wie ein Grundrecht auf eine vernünftige digitale Versorgung auch in der Fläche herstellen, dass das tatsächlich das auch zur Versorgungssicherheit gehört und dass das auch von uns so betrachtet wird, weil ich habe immer so eine alte Dame bei uns im Dorf vor Augen, die ist weit über 90 und die Skype gerne mit ihrer Enkeltochter in Australien und dann sagt die immer zu mir, kriegt ihr das endlich mal hin, dass das Bild nicht dauernd weggeht? So, also da merkt man auch schon, was das für eine wichtige Frage ist, für eine vernünftige Digitalisierung zu sorgen. Ich finde aber, bei der Digitalisierung würde es uns gut anstehen, wenn wir interdisziplinär damit arbeiten, weil das hat eine arbeitsrechtliche Bewandtnis, ich finde, das hat Annalena eben sehr gut beschrieben, wo man sehr genau auch mit Datenschutz und mit Punkten guter Arbeit und
wie du sagst, Robotersteuer. Also ich glaube, das hat ganz viele Aspekte vom Datenschutz übers Arbeitsrecht, über auch Gesundheit am Arbeitsplatz. Da muss man wirklich interdisziplinär mitarbeiten. Da müssen unsere PR gehen. Das ist, glaube ich, unsere nächste Runde, mit denen wir dann telefonieren, auch geeignete Tools haben, digitale Tools haben, um interdisziplinär zu solchen Themen zu arbeiten, damit die BAG-Demokratie mit der BAG-Medien und der BAG-Wirtschaft zusammen an solchen Themen gemeinsam arbeiten kann und solche Sachen weiter voranbringen kann. Deswegen glaube ich, ist es eine gute Idee, das alles zusammenzudenken. Und bei der Bundeswehr glaube ich tatsächlich, würde ich Annalena total recht geben, weil ich nutze hier hin und wieder die Gelegenheit, auch vor Ort im Land mit denen zu sprechen, wenn hier irgendwelche Divisionen ausziehen oder verabschiedet werden, mit den Bundeswehrleuten selber über ihre Auslandseinsätze zu reden. Das schärft einem manchmal den Blick darauf, was wir bei diesen Mandatseinsätzen da wirklich auch den Menschen zumuten und wie das alles tatsächlich läuft. Also ich empfehle uns als Grüne in dieser Auseinandersetzung über die Rolle der Bundeswehr, da auch tief in Gespräche einzusteigen, auch einfach um mal einen realitätsgeschärften Blick darauf zu kriegen, was das mit den Mandaten auf sich hat, wie das auch von den Soldaten selber gesehen wird und was die von uns auch an politischer Unterstützung brauchen. Und ich bin dicht bei Robert, ich glaube, das wäre völlig falsch, über eine grundsätzliche Europäisierung nachzudenken. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was sich empfiehlt, auch mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die da verantwortlich sind, und über die Konzepte mal ein bisschen grundsätzlicher nachzudenken. Und ich gebe Annalena auch völlig recht, das wird in dem Zeitraum auch nicht genügen. Das wird eine Auseinandersetzung, ein Prozess bleiben, an dem wir immer weiterarbeiten müssen. Und wie gesagt, am besten in Kommunikation. Vielen lieben Dank, Anja. Jetzt ist es tragischerweise soweit, dass es 20.59 Uhr ist. Ich hätte selber übrigens auch noch Fragen an euch gehabt, aber ich bin leider nur die Moderatorin. Ich hoffe, es ist mir gelungen, einigermaßen die Fragen so zu clustern, dass ich glaube, aber es sind noch viele offene gestellte Fragen. Vielen Dank erstmal an alle, die mit in dem Webinar jetzt auch noch immer sind. Das ist eine interessante Nummer. Ist übrigens, leite ich ab an der konstanten Teilnehmerzahl. Also die Leute sind nicht irgendwie vor Langeweile dann doch irgendwie vor den Fernseher geflüchtet. Vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. Und ich würde gerne aufgreifen, der Takuro Kato hat eine Idee für den Abschluss-Icebreaker, genauso wie der Ulrich Lüttke. Ihr erinnert euch an Ulrich Lüttke, er hatte euch zu Beginn gefragt, was eure Freunde sagen würden, welche Stärken ihr habt. Jetzt interessiert ihn natürlich, was sagen eure Freunde eigentlich, sind eure Schwächen? Und Takuro Kato will wissen, was wäre das Thema für eure eine Minute Oprah Winfrey Rede zur Wahl. Also einmal das Top-Thema, was ihr sagen würdet, so wenn es darum geht, Wahlen zu reißen, dann ist das für mich. Und das zweite, noch ein bisschen persönlicher, was sind eure Schwächen, würden die Freunde sagen. Vielleicht habt ihr auch gar keine. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt auf eure Antworten und wir fangen an mit Robert. Also die Punchline für eine Wahlrede wird vielleicht sein, keine Angst zu verlieren. Und meine größte Schwäche ist, dass ich meine Socken immer überall rumliegen lasse. Okay, vielen Dank für diese Information, Robert. Ich bleibe neutral. Anja, bitte. Das Bild mit den Socken, Robert, werde ich jetzt nie wieder los. Also ich glaube, eine Schwäche, die ich habe, ist, dass ich ganz schwer einschätzen kann, wo meine Kraftgrenze ist. Also ich glaube, das würden auch Freunde über mich sagen, dass diese Frage, dass ich einfach mal bremse in dieser Selbstausbeutung, die auch zur Politik gehört, das muss ich, glaube ich, lernen. Das ist tatsächlich was, wo ich auch dran arbeiten muss. Das mit den Socken ist nicht so mein Problem. Und Schnellaufriss zur Wahl. Ich glaube, wir haben ein super Angebot.
bei uns bei Grüns für diese Wahl. Und ich fühle mich heute Abend auch total wohl, weil ich das eine total spannende Debatte finde. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir bei der Wahl jetzt auch alle fair miteinander umgehen und das Ergebnis gut akzeptieren können, weil ich glaube, egal mal wie sich das jetzt bei der Wahl des Bundesvorstands verhält, ich glaube, das wird für die Partei wirklich ein Zugewinn, weil ich merke schon hier, bei uns dreien heute Abend entsteht echt eine gute Atmosphäre und viel, viel Energie, um die Partei nach vorne zu bringen. Vielen Dank, Anja. Annalena. Schwächen einige, die ich verrate. Ich habe ein katastrophales Namensgedächtnis, ist auch nicht so gut für diesen Job. Und der andere Punkt, ehrlich gesagt, habe ich die Frage nicht so ganz verstanden, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich dachte irgendwie, Oprah Winfrey sozusagen, was die Hauptmessage der Rede wäre, aber da ist offensichtlich, ja, wir haben die alle nur von unseren Kindern geborgt, ja, finde ich, ist eigentlich immer die Message, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie es die anderen gesagt haben, glaube ich, dass das Wichtige ist, eine Wahl lebt von Auswahl und das ist gut so und da schließe ich mich ganz Anja an, das hat der heutige Abend auch gezeigt, das stärkt innerparteiliche Demokratie und da können wir als Grüne einfach stolz drauf sein, dass das bei uns so gelebt wird. So, also 21.03 Uhr, hier trudeln jetzt unfassbar viele Dankes. Danke, danke an euch drei, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Eine gibt auch Tipps, sich Hunde anzuschaffen gegen rumliegende Socken, lieber Robert. danke euch ganz, ganz herzlich. Ich danke aber auch im Besonderen denen, die hier aus dem Team der Landesgeschäftsstelle das ermöglicht haben, dass hier technisch alles geklappt hat. Ich finde das ganz super. Ich wünsche euch noch eine gute Reise auf der Bewerbungstournee, die ihr jetzt noch vor euch habt, bis zum Bundesparteitag. Einige von denen, die sich jetzt heute hier eingeschaltet haben, werden sicherlich mindestens vom Livestream hängen, um zu verfolgen, was passiert da in Hannover. Euch allen dreien jetzt noch einen wunderschönen Abend. Euch allen, die Fragen gestellt haben, die nicht gestellt werden konnten. Man kann diese drei Personen auch per E-Mail erreichen oder über den Facebook Messenger oder bei Twitter einfach Sachen fragen. Was sie, glaube ich, bewiesen haben, ist, sie sind alle drei voller Leidenschaft und sie stehen Rede und Antwort. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Einen wunderschönen, ich glaube, es ist Dienstag, ja, Dienstagabend euch. Die NRWler, wir sehen uns am 20. in Kamen. Und tschüss. 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 Ja, danke.